Offiziell ist bis kurz vor dem Start des Dschungelcamps im Januar streng geheim, wer vor einem Millionenpublikum Känguruoden essen oder einen Seelenstriptease am Lagerfeuer hinlegen wird. Medien nennen trotzdem die letzten Namen. Über potenzielle Bewohner des Dschungelcamps wird schon seit geraumer Zeit spekuliert, jetzt will die Bild-Zeitung das Geheimnis gelüftet haben, wer auf den letzten freien Pritschen im TV-Dschungelnächti gehen könnte. Angeblich sind es Ex-Fußballer Ansgar Brinkmann, Sänger Sydney Jungbluode und Schauspielerin Sandra Stefflicht. Ansgar Brinkmann, der unter anderem für Arminia Bielefeld auf dem Platz stand, war zwar als der weiße Brasilianer bekannt, seine Eskapaden abseits des Fußballfelds brachten ihm aber auch den weniger schmeichelhaften Spitznamen Trinkmann ein. Damit dürfte der 48-Jährige einem breiteren Publikum bekannt sein als Mitkamperin Sandra Stefflicht, die in ihren Filmprojekten eher auf den unteren Teilen der Besetzungsliste auftauchte und zudem Deutschlands erste Burlesque-Comedy-Gruppe gründete. Ob sie mit dieser schon zur Musik von Sydney Jungbluode getanzt hat? Der hatte 1989 immerhin zwei Hits, I Found Like Old und Seed and Whitey landeten auf Platz 3 und 2 der Charts. Schon vorher war inoffiziell bekannt geworden, mit wem die drei Neulinge in der 12. Auflage von Ich bin ein Star, holt mich hier raus ums Lagerfeuer sitzen werden. Es heißt, mit dabei seien Model Tatjana Gesell, Promi Big Brother Insassen Natascha Ochsenknecht, Katzenberger Schwester Jenny Frankhauser, Bachelor-Kandidatin Katja Wiedes, Transgender-Model Juliana Farfalla, der aus dem Sommerhaus der Stars bekannte Matthias Mangiapane, DSDS-Kandidat Daniele Negroni, Schlagersängerin Tina York und David Friedrich, der in diesem Jahr die letzte Rose der Bachelorette ergatterte. Von RTL